Also online bist du, das sehe ich schon mal. Hey, ich bin Connect, ich starte das Spiel, ich bin hier drin und ich bin Connect in der Lobby, aber gedacht habe, aus dem bist du. Nee, man rechnet schon wieder oben. Achso, okay. Danke dir, Fix. Ja, es ist ja kein Billigrechner. Aber Origin braucht allgemein lange zum Starten, das ist so nervig. Das ist die Rekorderinnerung. Ja, wie bist du da Lupi drin? Sweetie muss erstellen. Temporieren muss jetzt so schnell. Nee, einfach deiner Lobby bleiben. Wenn wir uns da schon nicht drin sehen, dann brauchen wir uns gar nicht weiter versuchen. Haben sie das auch schon deaktiviert. Ja, ich sehe dich da in der Liste nicht. Mal gucken. Optionen, Einstellungen, Netzwerk. Gehen wir unter Einstellung Netzwerk. Und da hast du eine IP, oder? Ja, genau. Wie hast du drin? Ich habe 165. Hier sind wir uns so. Ja. Ah, das ist von einem Router die IP-Adresse. Also die du von einem Router zugewiesen bekommen hast. Es ist halt echt scheiße, dass es nicht mehr funktioniert. Ist. Verbind mich nochmal neu mit Lok, mein Hamachi. Kann aber sein, weil wir andere Versionen benutzen, du die deutsche, ich die englische. Naja, Hamachi sollte uns eigentlich ins Netzwerk simulieren. Ich weiß nicht, hast du oben auch auf X gedrückt, auf Starten? Bei Hamachi? Ja. Ja, da ist deine IP, die 2584-124-165 bei mir die IP, du bist 162. Die IP 162, ja genau. Bei IP drin. Ja, wir haben aber Probleme, IP-Probleme. Da, wir haben, ach, jetzt weiß ich wieder. Datenverkehrsdienst, eingehender Datenverkehr blockiert, Firewall-Einstellungen prüfen. Wo gehst denn du? Wir hatten das schon mal bei der Firewall, wir mussten da irgendwas noch einschalten. Ja, die ist bei mir angefragt worden, ob Zugriff zulassen, habe ich ja gedacht. Ja, mich hat er das nicht gefragt. Achso, ja, bei mir ist es auf der Kammer, wo ich mich bei Hamachi, wo wir hinter gewesen sind und auf Netzwerk, dann hat er mir angefragt. Ja, bei mir hat das nicht gefragt, da haben wir schon mal die Fehlerquelle. Und irgendwo hatten wir es in den Einstellungen auch mal, da hatten wir es schon mal. Da muss man noch irgendwas aktivieren.
Beim Computer selber. Oh, Firewall, 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 Firewall. Und da bin ich ja PlayStation 3. Aber bei Windows, ich keine Ahnung, das ist das Gute, das ist nicht mehr Software. Firewall. Firewall-Status überprüfen, da haben wir es doch mal. So, bist du noch drin in dem Spiel? Ja, sicher. Okay, dann ich starte mal. Die Peer-Verbindung funktioniert einfach nicht. Was funktioniert denn? Die Peer-Verbindung. Ah, Adapter-Konfiguration, okay, Datenverkehrstest, eingehender Datenverkehr blockiert, Firewall-Einstellungen überprüfen, Inbound-Traffic blockt. Firewall ist gar nicht aktiviert und es wird einfach, es geht einfach nicht raus. Irgendeine, wir hatten damals das Problem auch, da haben wir noch irgendwas freigegeben. Wurde es bei Industrie gegangen? Ja, genau, da haben wir noch irgendeine Datei freigeben müssen im Hintergrund. Beim PC, da haben wir lange gesucht. Da kann ich mich erinnern, irgendwas ist am nächsten. Aber was haben wir da freigeben? Ja, keine Ahnung. Das war es jetzt auch nicht mehr. Das war so alles kompliziert und irgendwie. Und das ist eigentlich wegen der Firewall gewesen, oder? Aber was ist denn noch? Irgendwas ist da, keine Ahnung. Mal gucken, Hamachi, Hamachi. Ne, heißt der Lokmai. Probieren Sie einmal, du weißt nie, wie das Programm da heißt. Das ist halt immer das Schlimme. Nein, was? Außerdem, dass es halt so kompliziert ist, das ist so, das war einfach echt der Wahnsinn. Irgendeine Datei müssen wir. Googeln wir einfach mal. Für was gibt's denn im Internet? Hamachi Peer Problem. Das ist es nicht. Hamachi, some weeks ago, that problem should fix. Was ist das denn jetzt für ein Böller? Familie ist keiner. Das ist gut, die am Land mit die Kurzung der Verbindung geschluckt haben. Boah, ist hier fast nichts. Fast gar nichts. Hier ist den ganzen Tag, Alter. Nicht mehr, wenn überhaupt. Fast gar nichts. Bei uns im Sylt ist er morgen das ganze Geld. Morgen sind so zwei Skispringer, springen auch, aber morgen ist er voll zwei Werk. Morgen ist im Sylt halt wirklich voll. Halt. Aber heute ist fast gar nichts. Das
ist auch immer schon sein soll. Christoph, sag schon mal. Dann schauen wir uns gemeinsam das an, wie die Skisprecher auch springen. Hm? Nö. Ja, passt doch. Du machst ja bestimmt auch mit. Ja, ich gehe das sehen lassen. Ja, das glaube ich dir sogar aufs Wort. Ja, und die Verkäuferin, ich glaube, die steht doch ganz gut. Ja, das glaube ich dir sofort, dass es anziehst. Netzwerk und Freigabe sind der Klicke, Klappe. Klappe selber. Schau nur noch am Matti-Adapter, ist diese aktiviert. Deaktivieren. Probier du mal, wenn du bei mir raufklickst, ein das Test. Bei Hamachi, oder? Ja, wo sonst? Da machst du mal Diagnose. Bing wird ausgeführt. Jetzt kommt, oder? Nein, Diagnose habe ich gesagt. Adapterkonfiguration, okay. Also eingehender Datenverkehr blockiert. Ja? Ja, sonst nichts. Firewall-Einstellungen überprüfen. Ja, dann kontrollieren wir deine Firewall. Bei dir steht das bei dir bei beiden oder nur bei dem untersten Punkt? Na, guck mal an, bei dem untersten. Hab ich auch nur noch. Vorher war es bei mir auch Datenverkehrstest. So, da haben wir es ja. Moment, wo haben wir es denn? Matschi. Also ich finde das in der Liste nicht Hamachi, ganz ehrlich. Wie bist du denn suchen? Also hast du das auch nicht gefunden? Nee, ich finde das da nicht drin. Ah, scheiße, weil du bin jetzt auch gut drin. Wie findest du das ja, aber ich habe das nicht gefunden. Ha, nee. Wo ist eigentlich Windows Bear-to-Bear Zusammenarbeit Foundation? Wo ist nicht so klicken? Wo steht das? Einstellungen, Firewall und zugelassene Apps bei Windows Firewall und die kann man aktivieren oder deaktivieren. Keine Ahnung, wo du jetzt gerade von laberst, aber. Ah, du Vollmongo, du kennst mich. Also, man ganz unten links, rechts klickt, dann auf Netzverbindung, dann einfach steht Atlas. Also auch scrollen komplett runter, Windows Firewall. Aha. Dann klickst auf sie und dann ganz okay, mit Zugriff von App durch Firewall zulassen. Ja. Die kann man ja nicht. Aber wenn es ganz okay geht, ganz okay. Und dann muss ein bisschen weiter auch dann noch zum Schluss Windows Bear-to-Bear Zusammenarbeit Foundation. Lassen uns die zuklicken, dass das okay ist. Ich glaube, das war das auch, dass wir da irgendwas einstellen mussten, ja. Ich glaube, das war sogar das Problem, was wir hatten. Achso, Einstellung ändern, das war das. Okay. Ich glaube, das war sogar unser Problem, was wir mal hatten. Bin mir aber nicht mehr ganz so sicher. Ich glaube, das war irgendwie das Problem, was wir hatten. Okay, ich habe jetzt umgeklickt. Ich auch, aber das Problem ist immer noch da.
Dresden kommen auch für irgendein Spiel. Und bin ich sicher. Ich keine Ahnung, wie ich die Bier. Hä? Nö. Na, wie ist die Tiane? Ja, weil wir es immer noch nicht weg haben. Wir haben immer noch die eingehenden Informationen. Firewall blockiert immer noch was. Aber was, Alter? Ja, ich hab jetzt auch nicht umgeklickt, aber Hamachi, ich hab noch in der Liste nicht gesehen. Ja, keine Ahnung. Das haben wir schon mal gehabt, das Problem, das war so nervig. Mittlerweile gab es ein Bild ein Problem und seitdem funktioniert es nicht mehr. Bei 19 sollte eigentlich ein Standardmiss eingestellt werden. Bla 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 bla. Einstellungen, System, Einstellungen. Ich habe mal Peer-to-Peer-Verbindung deaktiviert. Auch noch da. Ach so, ja, weil wir jetzt nicht übereinstimmen. Geh mal in deine Einstellung von Hamachi. System, Einstellung. Meinst du, was kommt dann? Die Fehlerkarten. Ja, das kann ja wieder Stunden dauern. Ja, da ein paar Einstellungen dann einfach Peer-to-Peer-Verbindung deaktivieren. Also deaktivieren, okay. Ja, ich habe das mal deaktiviert. Ja, das braucht man. Nee, brauchst du nicht. Warum? Vielleicht schon mal. Nö. Einfach mal zum Ausprobieren. Wenn sie gehen sollte, kannst du ja wieder aktivieren. Ja, irgendeine Datei musste man noch aktivieren, aber ich weiß nicht mehr was. Wir bist ja gleich mal online, ne? Boah, brauchst du lange zum Hochfahren, Alter? Brauchst du lange zum Hochfahren? Dick und doof. Nee, ich mach's mit Schrott alles mit. Aber ich bleib nicht, ist doch immer gut. Nee, ich hab sowas noch nie gemacht, noch nie. Weil mich das nie, alles nicht interessiert. Noch nie? Also ja, das ist, du bist ja am Rapper Europäer. Nee, mich hat das noch nie interessiert, der Scheiß. Was hast du heute gemacht? Beim Bleigießen?
Ja. Hier meinst du mal Gold rausgekriegt oder Glücksschwein und keine Ahnung was? Oder die Hexe, wo haben wir vorhin gekriegt? Ken, du kriegst, wie du eine Hexe rauskriegen willst, das will ich mal sehen. Na, da kriegst du irgendeinen Schrott raus und meinst, du hast eine Hexe erwischt. Also ich glaube bei euch da echt im Kopf, also eure Familie ist da oben im Kopf nicht mehr ganz normal. Oh, bist du immer noch nicht fertig? Och Junge. Alter, dein Rechner ist ja so schnell wie eine alte Oma. Ja. Geh mit der Mutter Bier trinken. Einer muss ja Bier trinken, ne? Sag die Tunte, die Wein trinkt. Haben sie jetzt umgestellt? Ja, nein, vielleicht. Hast du jetzt umgestellt? Also nein. Einstellung und dann Einstellung. Haben Sie es fertig? Und Komprimierung kannst du auch deaktivieren machen. Und da muss ich einmal oben da auf den Button ausschalten und einschalten. Und dann fällt alles mehr hoch. Dann mal ausprobieren, ob das geht. Wenn nicht, dann keine Ahnung. Eigentlich in der Datenverkehr weggespeichert, gesperrt. Das wird auch jetzt nicht gehen. Hat er dasselbe Problem, also du musst erst auf deinen Kumpel machen, dann Dieter halt,
Danach musst du auf Einstellung gehen, zum Schluss musst du den Datenverkehr auf Ändern gehen und auf alles zulassen gehen. Vielleicht muss dein Kumpel das auch machen, dann müsste es gehen. Hä? Einstellung? Sicherheitsfest? Ich weiß nicht, wo wir nochmal eingestellt haben. Jetzt kann ich nochmal erinnern. Wir haben, weil es ist ja zugelassene App wegen der Firewall, das stimmt. Da haben wir aber ein Spiel auch noch zulassen müssen. Das hat es bei mir nicht gemacht, dort mal. Das haben wir extra aktiviert. Und okay, bei Alarmstufe Rot 3, das habe ich aktiviert jetzt. Wie ging das noch? Ja. Ja, was du jetzt gerade vorher aufgegangen bist, unter Windows, Firewall etc. zugelassene Apps und durch das Spiel drin stehst, Spiel in der Red Alert Zeit. Da ist bei mir aber ein Haken drinne. Aber bei mir war keiner drin etwa. Windows Firewall Apps zulassen. Wo Zugriff von Apps zulassen. Command and Conquer, Command and Conquer. Das steht da bei mir gar nicht drin. Red Alert 3, doch, ist da drin. Okay, aber der Hacker. Hat einen Haken, hat öffentlich, ja. Und privat jetzt auch. Mal gucken. Ja, das ist mir korrekt, weil dort noch habe ich, das Problem habe ich dort noch, ich glaube, du auch oder du nicht, ich weiß nicht Ich genau. habe Verschlüsselung habe ich Und, jetzt beliebig gemacht und Komprimierung. Du bist ja offline. Ne, jetzt bist du online. Mal gucken, Diagnose. Problem ist ja, dass eingehende Daten, Firewall und Einstellungen Inhalt blockt. Bei mir sagt er, ist alles okay. Das ist das, was ich ja nicht kapiere. ja, ich habe gerade Eric gesagt, also bei mir ist auch angezeigt, oh, so überall Haken dabei. Weil das ist mir nochmal eingefallen, ob es vielleicht bei dir so ist. Oh, man konnte teilweise komplizierter machen. Eingehender Datenverkehr blockiert. Mal gucken. Hamachi. Oder lock mal. Ist ja bescheuert, wenn du nicht weißt, wie das da heißt, da drinnen. Ist immer unterschiedlich. Steht dann, steht nicht Ja, ich mehr, weiß schon. steht nicht mehr in meinen zugelassenen Apps drinnen. Ja, ich weiß. Steht nicht drin, ich hab's noch nicht gefunden. Hauptsache World of Warcraft steht da noch drinne. Also ich finde das da drin echt nicht. Nein, ich finde es Oh, da ist es drin, oh, da ist es drin, oh, das 2. Prey, Media Center. Jurassic World, Evolution, Kernnetzwerk, Leistungsprotokolle, Ihr Konto, Ihr Smartphone, Host der Store, Hilfe anfordern, Gold Rush, Groove Music, Geschäfts- und Schulkonto, Firefox, Film, Mail, drahtlos anzeigen, Description Transaction Coordinator, Protokollserver, keine Ahnung. das ist vielleicht so ein Problem mit.
möglich auch sein. Andere App zulassen, mal gucken. Wo wird das noch gespeichert unter? Bei mir, mal gucken. Dieser PC? Vielleicht da drunter? Mal gucken. Original? Nee. Dann wird es da drunter gespeichert. Programme? Jetzt habe ich das mal hinzugefügt. Du kannst ja so hinzufügen, ne? Okay, dann geht's. Keine Ahnung, das habe ich jetzt mal ausprobiert, was geht denn jetzt? Er weiß nicht, wer war kein Klavier. Keine Ahnung, was der Übungsmanager am Ende. Dass es auch irgendwo so kompliziert sein muss. Anstatt dass es ein bisschen einfacher macht. Ja. Oder liegt es am Spielserver? Nee. Ja, siehst du, wieder von Hamachi so scheiße. Das klingt wirklich asiatisch. Scheiße. Alter, die gehen mir echt auf den Sack, Alter, alle. Warum denn? Ach, die schicken mir jetzt da schon die ganze Zeit wieder Nachrichten. Ja, ihr mag ich immer gedacht, die wäre oft noch WLAN ausschalten und dann kein Internet verbinden. Dann habe ich auf eine Ruhe mal. Dann schalte ich es morgen wieder ein. Irgendwann nochmal. Ich hoffe, das Tage. Ich werde das Telefon auf jeden Fall gleich ausmachen, also um 23:55. Da schalte ich das aus. Ja, dafür schon. Hallo? Also irgendwie schalte ich das aus und wie schalte ich Internetverbindung aus? Ja, das mache ich auch, das mache ich mit Ausschalten komplett. Defender zugelassen. Hamachi, mal gucken. Jetzt habe ich meine Firewall mal wieder deaktiviert. Ja, er blockiert das auch so, also keine Ahnung. Dann kann ich Hamachi wieder runterschmeißen. Aber warum, das verstehe ich nicht. Und wenn ich sich einmal ja gedacht im Prinzip. Ja, ich habe hier auch nicht, es sollte eigentlich funktionieren. Aber ich werde nochmal kurz einen Neustart mal machen.